Willkommen zu Plenum TV, das Magazin für Ostbayern. Heute mit folgenden Themen. Die Energieblockade. Die Grünen werfen der Staatsregierung vor, sie sei ein Totalblockierer in Sachen Energiewende, Ausbau der regenerativen Energien. Dann kümmern wir uns um die Wiederentdeckung des deutschen Diplomabschlusses. Die Freien Wähler wollen diesen renommierten Abschluss wieder einführen. Und zuletzt reden wir über ein wichtiges Thema. Wir Deutschen werfen im Jahr fast 100 Kilo Lebensmittel weg. Die provokante Frage, die uns beschäftigt, können wir es uns überhaupt leisten, weniger Lebensmittel wegzuwerfen? Margit Wild von der SPD sitzt seit 2008 für ihre Heimatstadt Regensburg im Bayerischen Landtag. Etwas bewirken, nicht alles hinnehmen. Das war der Grund, warum die gelernte Heilpädagogin Politikerin wurde. Ihre politische Karriere begann 1986 mit dem Eintritt in die SPD. Und dann war ich relativ schnell im Parteivorstand und dann 90 hat es auf Anhieb geklappt, dass ich Stadträtin geworden bin. Sowohl als stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Regensburger Stadtrat als auch im Ausschuss für Bildung und Kultus kämpft die SPD-Politikerin für bessere Bildungschancen. Dem widme ich viel Kraft, also die Lehrer zu unterstützen, die Schüler zu unterstützen, darin ihre Potenziale zu entfalten, weil ich glaube, wir brauchen jeden und jede. In ihrer Freizeit treibt Margit Wild gerne Sport. Ich fahre intensiv Rad und schwimme auch sehr gerne. Also das ist mein Ausgleich. Da stehe ich dafür sehr gerne früh auf. Was ich auch gerne mache, ist, ich lese gerne. Also ich muss qua Amt und Beruf viel lesen. Die Ehrenamtsliste der SPD-Frau ist lang. Unter anderem ist Margit Wild Vorstandsmitglied bei der Regensburger Turnerschaft. Das liegt mir am Herzen, weil mir der Sport sehr wichtig ist. Und dann natürlich Pro Familia, diese sexuelle Beratungsstelle. Da bin ich die Vorstandsfrau des Fördervereins. Also das ist mir auch sehr wichtig. Dann bin ich im Alpenverein, dann bin ich noch, ich weiß gar nicht, bei den Naturfreunden. Dazu ist Margit Wild viel unterwegs, denn der direkte Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern ist der SPD-Frau wichtig. Beginnen wollen wir mit einem alten, renommierten Studienabschluss, dem deutschen Diplom. Die Freien Wähler wollen diesen Abschluss wieder aktivieren aufgrund der Praxisnähe und aufgrund des bekanntermaßen hervorragenden Renommees, den der deutsche Diplomingenieur beispielsweise in der Welt nach wie vor genieße. Mal sehen, was Bayerns Kultus- und Bildungs- und Wissenschaftsminister Spähnle dazu zu sagen hat. Das Landesparlament könnte ein Diplom beschließen, aber die gemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz über die Anerkennung und Akkreditierung von Studiengängen würden dazu führen, dass diese bayerischen Spezialstudiengänge nicht anerkannt werden. Also das ist gut gemeint, aber kräftig neben dem Ziel. Soweit also Minister Spähnle zum Thema mögliche Wiedereinführung des Diplomabschlusses. Und auch im Bayerischen Landtag gehen die Meinungen dazu weit auseinander. Das Diplom ist ein Markenzeichen Deutschlands in der ganzen Welt. Es signalisiert eine hervorragende Ausbildung und einen berufstauglichen Abschluss. Von daher ist es sehr gut, dass zum Beispiel an der Technischen Universität in München das Diplom parallel zum Master vergeben werden kann. Diese Initiative sollte meiner Meinung nach flächendeckend eingerichtet werden. Grundsätzlich das System Master und Bachelor wieder rückabzuwickeln halte ich für nicht sinnvoll, weil es wieder mehr Unruhe in die Universitäten bringt. Aber wir müssen schauen, dass jeder, der einen Bachelor macht, auch einen Studienplatz bekommen kann für Masterstudiengang. Also ich habe auch hohe Sympathien für das Diplom, habe es immer sehr bedauert, dass es das Diplom, das wertvolle deutsche Diplom nicht mehr gibt. Andererseits muss man natürlich so ehrlich sein und sagen, wir haben jetzt den Bachelor, den Master seit Jahren, seit nahezu 10 Jahren, und ein Weg zurück wird äußerst schwierig sein. Wir können nicht eine Reform, die durchgeführt wurde, ein paar Jahre später wieder abwickeln. Das heißt, ich denke, wir werden das System so weiterführen. Ob man dann zusätzlich Diplome verleiht, zusätzlich zum Bachelor und Master, darüber kann man vielleicht diskutieren. Aber einen neuen Studiengang-Diplom einführen, das würde ich nicht machen. Wir hören aus der Wirtschaft irgendwie Trauer, dass es den guten alten Diplomingenieur nicht mehr gibt. Und wir wollen das durchaus aufgreifen und sagen, jawohl, ein Diplomingenieur hat einen anderen Klang, hat auch eine andere Qualität als der Bachelor. Und wir sollten dieses Diplom wieder ins Spiel bringen. Hochschulen sollten das Bewährte wieder anbieten dürfen. Dafür kämpfen wir.
Naja, gut, dieser heutige Antrag der Freien Wähler, das Diplom wieder einzuführen in Bayern, es ist ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Es gibt ja diesen Bologna-Prozess, der das Ziel hat, einen einheitlichen europäischen Hochschulraum zu schaffen. Ich glaube, den hat man jetzt die letzten Jahre gut umgesetzt. Und wenn wir uns die Studierenden heute auch in Bayern anschauen, die sind ja auch international auf europäischer Ebene unterwegs. Also dieser Vorschlag, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das die Freien Wähler wirklich so ernst nehmen. Das wäre wirklich ein Schritt zurück, der macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Also das ist für mich, also ich habe es gerade schon gesagt, ein Rohrkrepierer. Also das ist löblich, wenn man sich um solche Sachen aus der Vergangenheit mal annimmt, aber also das ist vorbei. Denke ich mal, da hätte man eher was unternehmen müssen, wenn man denn wollte, dass dieses Diplom erhalten bleibt. Also ich denke, man muss von jetzt an ausgehen und schauen, wie kann man Studium verbessern, wie kann man Abschlüsse vergleichbarer, ähnlicher machen oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist das, der Zug ist abgefahren. Die Staatsregierung und die CSU sind die Totalblockierer der Energiewende. Diesen Vorwurf machten unlängst die bayerischen Grünen im Landtag. Stimmt gar nicht, empörte sich die CSU. Wir haben in Bayern die meisten Photovoltaikdächer, wir haben die meisten Windkraftstandorte, zumindest viel mehr als in Württemberg. Wir entwickeln die Wasserkraft. Und vielleicht brauchen wir gar keine Stromtrassen, weil wir selber genügend eigenen Ökostrom produzieren. Eine äußerst lebendige Diskussion im Landtag. Kurz nach Fukushima hatten wir eine Euphorie, eine Aufbruchsstimmung und die stagniert heute total. Es wird vieles blockiert. Wir haben neue Regelungen bei Windkraft, wir haben Schwierigkeiten bei alternativen Energien. Wir sind der Auffassung, man muss die Möglichkeiten, die unsere Region bietet, um alternative Energien letztlich durchsetzen zu können, auch entsprechend fördern. Sonst schaffen wir die Energiewende nie. Also der Vorwurf geht ins Leere, ganz einfach kann man sagen. Wir sind auf gutem Weg in Bayern. Allein die Tatsache, dass wir ein 10.000 Gebäudesanierungsprogramm auf den Weg bringen oder gebracht haben, heißt also, über die nächsten 3 Jahre werden hier zusätzliche Mittel für die Gebäudesanierung, für den Tausch der Heizungsanlagen zur Verfügung gestellt. Also die Energiewende, das ist wirklich schlimm. Wir haben vor Jahren schon den Beschluss gefasst, dass wir aus der Atomenergie aussteigen. Bei mir kommt das vollkommen anders an als bei der Staatsregierung. Und ich kann ehrlich sagen, ich kann also das Grinsen unseres Ministerpräsidenten bald nicht mehr ertragen. Das ist viel zu ernst, dieses Thema. Bayern ist ein Wirtschaftsstandort. Und wenn wir aussteigen, dann müssen wir für regenerative Energien sorgen. Dann müssen wir investieren in Windkraft. Also bei mir in der Oberpfalz, da sind fast keine Windräder mehr gebaut worden in der letzten Zeit. Also wenn wir wollen, dass wir das schaffen, dann müssen wir jetzt etwas tun, dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass die nötige Energie zur Verfügung gestellt wird. Das kann man ganz und gar nicht behaupten, wenn man sich die letzten Jahre ansieht, zum Beispiel auch bei der Windkraft, dass hier in Bayern sehr viel vorangekommen ist. Man muss nur die Vergleiche auch mit anderen Bundesländern anstellen, zum Beispiel Baden-Württemberg, unser Nachbarland, das als Flächenland auch mit uns vergleichbar ist. Die bayerische Staatsregierung, die CSU, die sagen also Nein zu neuer Windkraft, die sagen Nein zu Pumpspeicherkraftwerken, die sagen Nein zu vielen anderen Bereichen im Bereich der Energiewende. Es hat einen langen Energiedialog gegeben. Und was dann eigentlich letzten Endes jetzt umgesetzt wird, das ist noch völlig offen. Von einer Blockade kann ja wohl keinesfalls die Rede sein. Wenn Sie sich einfach die nackten Zahlen anschauen, dann sehen Sie, dass Bayern überall weit vorne liegt, dass wir im Vergleich zum Beispiel zum grün regierten Baden-Württemberg deutlich mehr Windkraft bereits ausgebaut haben und auch die aktuellen Antrags- und auch Zulassungszahlen bei uns deutlich höher sind als im grün regierten Baden-Württemberg. Das spricht für sich. Unser Plenum-TV-Magazin blickt heute mal ein bisschen hier im Landtag über den Tellerrand. Wir sind am Rand des Maximilianeums, hinter uns die Max-Planck-Straße. Wir blicken ein bisschen hinaus aus diesem Kosmos bayerische Politik. Und das hat mit dem Thema zu tun. Es geht nämlich um das Wegschmeißen, das Wegwerfen von Lebensmitteln. Weltweit haben wir knapp 1 Milliarde Menschen, die an der Armuts-, an der Hungergrenze leben müssen, die unterernährt sind. Und wir in Deutschland wie auch in Frankreich leisten uns pro Kopf knappe 100 Kilo, über 80 Kilo von Lebensmitteln, die jeder von uns im Durchschnitt im Jahr wegwirft. In Frankreich sind es knapp 50 Kilo.
Darüber wollen wir reden. Mein Gast ist heute Bernhard Roos von der SPD. Ich grüße Sie. Grüße Gott, hallo. Herr Roos, Sie sind seit vielen Jahren Landtagsabgeordneter, SPD-Mandatsträger. Sie sind in der Gewerkschaftsbewegung aktiv und Sie haben mir vorhin verraten, Sie waren Koch sozusagen bei den Pfadfindern. Seid hier. Herr Roos, dieses Thema ist in der Landtagspolitik noch nicht angekommen, noch nicht in der Regierungserklärung, noch nicht in der Staatskanzlei. Man hört davon nichts. Es ist aber in den Nachbarländern schon längst ein Thema. Frankreich hat unlängst ein Gesetz erlassen. Wir finden das Vorgehen von Frankreich beispielhaft. Das wird auch die grün-rote Regierung in Baden-Württemberg aufgreifen. Und wir wollen das unserer bayerischen Staatsregierung genauso ans Herz legen, dass hier mehr getan wird. Ich denke, das wird beim Landwirtschaftsminister Helmut Brunner oder auch bei der Verbraucherschutzministerin durchaus auf fruchtbaren Boden fallen. Jetzt haben wir Frankreich angesprochen. Man muss den Zuschauern auch sagen, Frankreich hat in der vergangenen Woche ein Gesetz erlassen, dass Supermärkte keine Lebensmittel mehr wegwerfen dürfen. Da ist die Frage, was passiert mit den Lebensmitteln? Dort gibt es auch eine Tafelbewegung. Ist das ein Ventil, eine Lösung? Ich habe höchsten Respekt vor all denen, die in der Tafelbewegung arbeiten. Davon abgesehen, die Tafeln wären überfordert, wenn man ihnen jetzt aufoktroyieren würde, ihr müsst alles abnehmen, was die Supermärkte da aussondern. Ganz zu schweigen davon, dass ein Ablaufdatum ja geschweige überhaupt nicht bedeutet, dass ein Lebensmittel jetzt nicht mehr tauglich wäre, ungenießbar wäre. Also da kann man durchaus an den Vorschriften noch drehen, um ein optimiertes Ergebnis zu bekommen. Die Ursache liegt, man muss es dazu sagen, ja nicht allein beim Supermarkt. Das ist eher eine kleinere Klientel, eine kleinere Branche, die Lebensmittel wegwirft. Den Löwenanteil der weggeworfenen Lebensmittel hat der Bürger, der Verbraucher auf seiner Kappe. Der ist dafür verantwortlich. Über 50% werden in privaten Haushalten weggeworfen. Was kann man denn da tun, um einen Verbrauch zu optimieren? Ein guter Koch, eine bayerische Köchin sagt, in meiner Küche wird gar nichts weggeworfen. Ja, man kann sehr vieles verwerten mit Fantasie. Da sehe ich eine bedenkliche Entwicklung in der Gesellschaft, dass viel zu wenige Menschen noch regulär kochen können, also aus Rohprodukten, Rohstoffen etwas Vernünftiges machen. Zweitens ist es wohl so, dass viel zu viele Menschen hungrig zum Einkaufen gehen. Und wenn man Hunger hat, dann logisch, dann nimmt man viel mehr mit, als was man dann eigentlich braucht. Und dann ist das Zeug abgelaufen und dann wird es weggeworfen. Sehen wir es mal ökonomisch. Was würde denn passieren, wenn wir Deutschen weniger Lebensmittel einkaufen? Es ist ja so günstig bei uns. Wir haben die günstigsten Lebensmittelpreise. Können wir uns es eigentlich überhaupt leisten, weniger Lebensmittel wegzuwerfen? Das können wir uns doch gar nicht leisten. Bayern ist nach wie vor ein Erzeugerland. Die Landwirte draußen, die sind doch getrimmt auf immer mehr zu produzieren und immer effizienter zu arbeiten. Das beste Beispiel ist doch im Moment die Entwicklung des Milchpreises. Wir brauchen, um gedeihlich für einen Bauern, für einen Milchbauern arbeiten zu können, so um die 43, 44, 45 Cent. Im Moment liegt der Milchpreis bei 27. Denen steht das Wasser oder die Milch quasi bis zum Hals. Aber keiner hat den Mut zu sagen, wir machen jetzt eine Mengenbegrenzung, eine Mengendrosselung, die dann auch für alle gilt. Also wir leben ja auch vom Export von Lebensmitteln. Wir haben zum Beispiel jetzt, um das auch zu sagen, mit Afrika hat Europa ein Freihandelsabkommen in der Pipeline. Es wird verhandelt. Die Afrikaner haben Angst vor den europäischen billigen Lebensmitteln. Ja, das ist hoch prekär. Das ist eine Frage der Entwicklungszusammenarbeit. Also auch hier bitte ich um faire Lösungen im Sinne Afrikas. Man kann nicht auf der einen Seite bejammern, es kommen so viele Elendsflüchtlinge zu uns und auf der anderen Seite dieses Elend dann noch dadurch befördern, dass man mit unserer Wirtschaftskraft, egal ob das jetzt am Nahrungsmittelsektor ist oder auf anderem, die dann noch weiter in die Enge treibt. Herr Roos, ich bedanke mich. Das war unser Talk im Plenum Magazin. Diesmal mit der Frage, können wir es uns überhaupt leisten, weniger Lebensmittel wegzuwerfen? Wir haben gesehen, dass es an jeder Ecke zu Problemen käme und dennoch muss dieses Thema befriedet werden.